Ja, hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge hier zu OMSI 2. Ich begrüße euch natürlich wieder aus Berlin-Buch. Und ihr fandet die Karte oder die Linie, die wir hier gefahren sind, absolut großartig. Ich habe gefragt, ob es noch mehr Content gibt. Und ja, es gibt noch mehr Content. Und zwar fahren wir heute mal auf der Linie 893. Allerdings auch hier sei gesagt, das Ganze ist natürlich noch in der vollsten Beta-Version. Hier werden noch viele, viele Stellen sein, die noch nicht fertig gebaut sind, wo noch Details fehlen und so weiter und so fort. Sollte euch natürlich dementsprechend irgendwas auffallen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich denke mal, das Ganze kann man dann auch später denn bei Zeiten dann auch umsetzen. Ja. Mal gucken, fahren das Ganze heute mit dem Solaris Urbino, ja, der dritten Generation. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, 893. Wird aber natürlich noch nicht absolut fertig sein. Wir sehen es hier aktuell, sind wir jetzt hier Zepernicker Straße und Klinikum Buchankunft ist aktuell Endhaltestelle. Ja, wir fahren halt über S-Buch, Röbelweg, Altbuch, Schwanbecker Chaussee. Ja, also falls da irgendwelche Fragen sein sollten, wie gesagt, nutzt dazu die Kommentarfunktion. So. Boop, boop. Ach, großartig. So, dann wollen wir mal hier soweit alles anstellen. 893. So, hoffentlich stimmt das hier. So, da kriege ich ein Buch, das haut hin. Warum macht denn der jetzt aus der 839 eine M93? So, das will er jetzt nicht. Achso, er macht da irgendwas. 893 0000002. Er macht da wieder die M93 wieder rein. Ja, gut. Schreibt, naja, keine Ahnung. Ja, dann weiß ich auch nicht, was da jetzt gerade das Problem ist. Er haut mir hier komischerweise immer das M davor. So, schauen wir mal. Zippernick, Wendeschleife. Ah. Alle warten wir natürlich auf Abfahrt. Wir haben soweit schon alles aufgerüstet. Da drüben ist unsere Haltestelle. Und dann schauen wir mal. Hier sehen wir auch wieder wunderschön, ne? OMSI 2, BVG Fahrzeuge und Co. baut das Ganze. Das Ganze ist jetzt Ausbau nach S-Bahnhof Zepernick. Ist geplant, voraussichtliche Bauzeit hier bis 2020, 2021. Ja, also das Ganze ist halt noch nicht fertig und wird jetzt Stück für Stück gebaut. Ich glaube auch, dass er da alleine dran sitzt. Ja, also bitte gebt da jetzt nicht jetzt jede Woche fragen, ob es hier ein neues Update gibt, sondern das dauert natürlich seine Zeit. Und was ich halt auch weiß, halt auch seiner U55-Linie, dass er halt auch wirklich viel selbst macht. Halt, ne? Er baut halt wirklich viel mit Detail. Viel mit Liebe, ja, was wünscht man sich? Huch, glitschen hier leider schon durch hier. Das war so nicht geplant. Hallo. Hallo. Ja, wunderschön, 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 wunderschön. Guten Morgen. Ihr seht auch keine Corona-Mod installiert. Das habt ihr wahrscheinlich zu Genüge gesehen jetzt in den letzten Tagen hier bei uns auf dem Kanal. Ja, heute gibt es mal wieder einen Einstieg von vorn. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Das wundert mich hier wirklich, warum der jetzt hier das M93 schildert.
Problem ist, dass man mittlerweile so viele Mods installiert hat. Man hofft ja immer, dass nicht irgendeine Mod halt den ganzen Bus irgendwie zerstört. Das ist ja immer so das Problem mit Mods. Ja, da kann natürlich einiges auch schief gehen. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier nicht der Fall ist. Weil sonst kann ich hier den Solaris kaum noch benutzen, wenn er jetzt immer M schildert. Was soll das? Finde ich nicht in Ordnung. Absolut nicht in Ordnung. So, 40 ist Abfahrt. Wir werden die Zeit jetzt vorspulen. Hallo. Hallo. So, also wie gesagt, es ist 40 noch einiges im Bau hier. Ja, also verzeiht dem Ganzen. Ihr habt aber auch geschrieben, dass es schon sehr realitätsnah aussieht. Das ist bestimmt. Solauer Straße. Bitte halten Sie sich während der Fahrt fest. Hold on tight during the ride. Das ist bestimmt ein Riesenkompliment für jeden Mapbauer, wenn man da zu hören bekommt, dass es halt schon sehr realitätsnah ist. So, alles einsteigen. Hallo. Wie schön um sie laufen kann. Ich habe gerade versucht, eine andere Mod zu testen. Ja, da ist mir die FPS echt auf 10 FPS runtergeknallt, wenn nicht sogar noch schlimmer. Da muss auch was mit der Mod wieder gewesen sein. Du fährst hier, es läuft super. Ja, also. Am Sterner Berg. So, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ich glaube, Buch wird eine neue Lieblingskarte von mir. Das ist so ein bisschen wie Telto, so, weißt du? Ich liebe diese Karte, Telto. Großartig. Halt Buch, Friedbergstraße. Bitte halten Sie sich während der Fahrt fest. Hold on tight during the ride. So, hier ist kein Halt. Das ist ein bisschen ärgerlich, ja. Oh. Ach, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Jetzt haben wir alles kaputt gemacht. Es kann doch nicht sein, dass du einmal eine falsche Taste hier auf sie drückst und hier alles kaputt geht. Ja, scheinbar hat sich Omsi komplett jetzt irgendwie. Ah, jetzt hat er sich empfangen wieder. Meine Güte. Passiert nicht auf die F11-Taste gekommen. Ich wollte eigentlich F12 machen für einen Screenshot, aber. Morgen. Hallo. Können Sie nicht mal die Heizung anmachen? Morgen. Morgen. So. Hallo. Ja,
So, Pfeile brauchen wir natürlich. 893, rechts rum. Gibt natürlich auch eine Facebook-Seite, da könnt ihr auch gerne mal vorbeigehen. Postet natürlich da auch schöne viele Bilder. Ne? Letztens hat er da irgendwie so ein Feuerwehrfest gehabt. Das sah echt schön aus. Muss man mal lassen. Könnte sogar die Haltestelle da gewesen sein, die man da auslassen sollte. Warum fährst du rum? Ist die Ampel kaputt? Nein. Linie 50 nach Osloer Straße. Das Problem mit der KI irgendwie, weil die hier echt stehen. Guten Tag. Hallo. Klinikum Buch. Schau dir an, wie schön das mit dem Bauzaun hier auf diesen Häusern hier ist. Schön, dass das Ganze gebaut ist. Hier könnte das Feuerwehrfest gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Er hat hier auf jeden Fall auf seine Bilder gepostet, dass hier irgendwo so ein Feuerwehrfestival war. Das sah echt schick aus. Alles täuscht. Jetzt da weiter. Das ist das Gute, weil ich schon mal hier von hier gefahren bin. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es jetzt hier richtig ist, was ich jetzt hier erzähle.
So. Sollte schon Klinikumbuch kommen als nächstes. Hier links das sein, ne? Das Klinikum. Oder nicht? Ich hätte jetzt gedacht. Oh, doch, da wird es das doch gewesen sein, weil scheinbar gibt es hier keine Haltestelle oder ich bin jetzt falsch gefahren. Das kann natürlich auch sein, weil hier sieht es nämlich nach einer Haltestelle aus. Ja, ich bin falsch gefahren. Hier reinfahren müssen, einmal drehen müssen. Gut, dann wollen wir mal gucken, kriegen wir das hier hin? Da fehlte. Jetzt der Hilfspfeil. Aber wie gesagt, das ist alles noch Beta. Da sind wir am Ziel. Das ist es ja also. Da sehen wir es auch nochmal. Ja, das ist jetzt wie gesagt der ein kleine Eindruck hier von der Linie 893, nicht M93. Keine Ahnung, wieso der das hier jetzt nicht richtig macht. Aber ist egal. Könnt wie gesagt gerne wieder hier in die Kommentare posten, ob euch das Ganze natürlich hier wieder, ob euch wieder Gebäude, bestimmte Gebäude wieder aufgefallen sind, wo man sich gut denken kann, dass das Gebäude da steht in real. Ne, also dann könnt ihr da gerne mal die Kommentarfunktion benutzen. Nochmals, wie gesagt, das ist eine komplette Beta hier, da ist noch nichts im Final-Stadium, also da dauert es auch noch eine ganze Weile. Wir hatten auch im Text gehabt, dass die 893 noch stark im Bau ist, also von daher, wie gesagt, die Leerflächen dementsprechend auch so ein bisschen und natürlich die Dekorationsvielfalt zu entschuldigen an der Stelle. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Und damit verabschiede ich mich natürlich hier bei euch. Und ja, wünsche euch noch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.